Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung und heute haben wir einen Big Star Mercedes Actros als ja, Schwerlasttransport-Truck. Und den werden wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Wie gewohnt, oben rechts könnt ihr mit abstimmen, wie ihr diesen Mod findet. Und zwar, wie er umgesetzt ist, wie euer eigenes Empfinden ist zu diesem LKW. Und falls ihr diesen wunderschönen LKW mal sehen möchtet, dann Hashtag unten Tour oder vielleicht Schwerlasttransporttour. Ja, die Hupe haben wir schon gesehen oder gehört. Der hat natürlich zwei Versionen, aber jetzt kommt natürlich die Frage, wo finde ich diesen LKW? Ja, ich muss es sehr, sehr einfach machen, weil viele es einfach nicht verstehen und deswegen machen wir das so. Also wir gehen als erstes natürlich bei Mercedes-Benz, macht natürlich Sinn, gehen auf den Online-Händler von Mercedes und dann scrollen wir und dann sehen wir hier zwei verschiedene Versionen. Aber wir gehen mal auf die beste, weil ja, natürlich können wir den auch so hoch leveln. Wir können auch mal gucken, was hier großartig der Unterschied ist. Wir sehen auf einer Art hier, der Grill sieht schon wenig anders aus. Gucken wir mal. Ja, und gehen das einfach mal so durch. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar Änderungen. Wir sehen hier natürlich auch einzelne Lackierungen, die wir von bekannten Firmen natürlich haben. Und ich würde wahrscheinlich hier Baumann nehmen. Sagt mir irgendwas? Also könnte es durchaus sein, dass wir diesen LKW nehmen. Ja, hier ist der Unterschied bei diesem Truck auf jeden Fall der Grill. Der ist auf jeden Fall anders gegenüber dem anderen Truck. Und hier vorne ist natürlich eine Besonderheit. Ja, der ist richtig auf Schwerlast eingeeicht, ne? Also ich finde den, ja, die Rippen hier vorne sehr nice, muss ich sagen. Gefällt mir. So, wie gesagt, man kann hier ganz normal das in Schwarz lassen. Hier die Griffe in Rot oder halt komplett in Wagenfarbe. Und hier in Schwarz, das kennen wir natürlich. Oder mit ein bisschen Chrom hier an der Seite. Hier ist irgendwie keine Veränderung, wenn ich hier drauf drücke. Ihr seht, hier passiert weiter nichts. Oder man macht hier schwarz. Aber wenn, dann wollen wir es ja richtig schick haben. Ne? Okay, Türgriffe, ja, Wagenfarbe oder halt hier mit Chrom. Hier kann man auch nichts weiter ändern. Wir gucken mal hier vorne. Hier können wir auch nichts ändern. Das haben wir schon gesehen. Ja. Und hier so ein Grill. Ja, geht so. Kann man schon mal so stehen lassen. Was ich auf jeden Fall schön finde, das hier. Ja, wenn ich mich entscheide, doch nicht alles in Wagenfarbe zu machen, dass hier der Haltegriff auf jeden Fall in ja, so einem matten Plastik schwarz ist. Oder halt komplett in Wagenfarbe. Das sieht auf jeden Fall richtig interessant aus. Auch das hier. Hübsch gemacht. So, was sehen wir hier? Hier gibt es keine Änderung. Aber hier hinten, da sehen wir es hier an der Seite. Jetzt haben wir ganz normales Plastik. Hier ist ganz normales Plastik. Dann hier mit verchromten Rippen in Wagenfarbe. Und hier nochmal verchromte Rippen. Lassen wir das mal so. Den Aufbau. Den kann ich aber nicht deaktivieren, so wie ihr seht. Aber wir können hier was machen. Die durchgezogene ja, Spritzschutz finde ich jetzt nicht schön, aber den hier. Obwohl das jetzt auch nicht meine erste Wahl wäre, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das wäre nicht meine erste Wahl. So, hier noch eine Kupplung hinten ran, falls wir einen anderen Anhänger, keinen Auflieger nehmen, sondern Anhänger. So, da haben wir das. Drinnen geht natürlich, falls hier, warte mal, wir werden hier vorne mal schauen, wir werden mal das bisschen bessere Interieur nehmen. Wenn ihr das DLC habt, dann könnt ihr natürlich auch hier wieder viele, viele Sachen mit reinmachen. Ihr seht schon SISL, Modpack oder Pack, Megapack meine ich. Und ja, ich weiß jetzt aber nicht hundertprozentig, ob man dann das DLC braucht oder ob es ohne geht. Ich würde mal fast sagen mit DLC. Also da gibt es so ein Accessoire-DLC oder ein Innenraum-DLC und dann könnt ihr machen. Und wir setzen uns natürlich erstmal unter Muschi hin und nicht zu vergessen, na, Edeltraut. So, ja und ja, da könnt ihr euch vorstellen, wo eventuell der Mod herkommt. Ne? So, das kennen wir ja alles. Wir machen mal, weil ja bald NBA 2K17 rauskommt, machen wir mal einen schönen Basketball hin. Und ja, sehen wir schon 287.000. Wir haben fast alles ausgewählt.
Und jetzt werden wir noch mal den anderen suchen und zerstören, wollte ich sagen, Ausführung ändern. Und dann habe ich zwei Versionen hier vom Führerhaus. Einmal mit dem ganz normalen Hochdach und dann halt dem Big Hochdach, wie auch immer man das hundertprozentig nennt. Am Fahrwerk kann man nichts machen. 517 bis 625 PS. Wir werden mal hier schauen, ob sich da was ändert. An der Beschriftung, ja, an der Beschriftung ändert sich was. Ja, sieht man. Cool. Das sind Kleinigkeiten, die machen natürlich Spaß. So, machen wir den Innenraum. Und jetzt werden wir mal eine ganz neutrale Lackierung nehmen, weil hier haben wir nämlich Änderungen. Ja, da sieht man die neutrale oder die Front, die man hier halt so kennt. Und dann hier als Zusatz mit, ja, vorne eine Kupplung. Falls der hinterm LKW hinterher fährt, da kann er hier noch eine Schleppstange oder eine, ja, eine Ziehstange oder Drückstange oder wie auch immer noch ranmachen, um den LKW vor einem vielleicht zu unterstützen. Und ja, da braucht man natürlich hinten auch noch was, ne, um das irgendwie ranzumachen. Falls zwei LKW wie so eine, ja, Lok gegenseitig ziehen. Hier ist noch so ein Schutz vorne dran. Ja, ändert sich nicht gerade viel. Und bei dem Grill, ja, Wagenfarbe oder nicht Wagenfarbe. Das bleibt im Großen und Ganzen das Gleiche hier. Und deswegen werden wir einfach mal eine kleine Runde jetzt hier durch Berlin City durchfahren. Und dann könnt ihr mal, wie gesagt, reinschreiben, wie ihr diesen Mod findet, ja? Okay, dann, nee, wir wollen es ja nicht kaufen. Wir wollen jetzt einfach mal den Motor starten. Machen das Licht an. Naja, gut, das müsste mal wahrscheinlich ein bisschen dunkler sein. Tagfahrlichter unten gehen. Blinker funktionieren auch ohne Probleme. Und dann fahren wir einfach mal eine Runde. Ja, da könnte man durchaus mal eine Schwerlasttransporttour machen, ne? Und diese Achse ist natürlich, die kann sich natürlich auch heben. Wenn wir jetzt durch die City fahren, dann brauchen wir natürlich nicht die andere Achse hier unten oder brauchen uns ja nicht unterstützen beim Lenken. Und dann cruisen wir mal. Wenn ich natürlich eine Firma nehme, dann bedeutet das auch, dass ich vorne den Grill lackiere. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, der verhält sich super auf der Bahn, muss ich sagen. Diesen Mod habe ich dieses Mal von ModHoster runtergeladen. Ich werde mal ein bisschen leiser machen, falls ihr mich hört. Bremsen wir mal. Ja, das Führerhaus geht nach vorne, so ein bisschen verzögert. Und ja, mein Typ sitzt drin, als wenn er irgendwas im Arsch hat. Und wenn man so genau hinguckt, sieht man, ja, aus der Position ist das Führerhaus nicht schön gestaltet, ne? Ihr seht es. Aber so weit gucken wir ja nicht, denn gucken wir ja eher aus dieser Perspektive. Aber ist ja bei vielen Mods so. So, dann ab wieder ins Hauptquartier. Blinken wir mal. Und ziehen. Oh. Heieieiei. Ziehen jetzt rum. Ist schon ein richtig hammermäßig geiler Trucker, muss ich wirklich sagen. Schönes Gefährt. Und jetzt seht ihr hier vorne wieder Maximus. Und da vorne sieht man sogar die Anschlüsse, ne? Für Druckluft und Bremse. Ja, schön. Fragt mich nicht mehr, welches was war. Gelb und blau. Oh. Oh, einen alten Audi. Ich wusste das mal. Ich musste es ja damals selber mal an Anhänger ranmachen. Keine Ahnung. Erst gelb, dann rot oder wie auch immer. Und umgedreht wieder abmachen. Aber schöne Details, ne? Das ist wirklich schön gemacht. Und nicht zu groß der Mod. Man kann nicht viele Sachen ändern, aber manchmal ist weniger mehr. So um die 120, 130 MB. Bei ModHoster findet ihr den Link natürlich unten wieder in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, ne? Wenn wir mit diesem Truck
dann einfach mal eine Tour sehen wollen, dann ab in die Kommentare, meine Freunde. Und das soll es ja auch gewesen sein mit diesem wunderschönen Mercedes. Und wir sehen uns natürlich vielleicht heute noch mit diesem Truck. Kommt darauf an, wie ihr diesen findet. Mit den Worten mache ich einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.